Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part der Let's Play Tales of Symphonia Chronicles. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind hier gerade in Vel'Gaia, der Stadt der Engel. Auch wenn nicht mehr viel von den Engeln übrig geblieben ist. Leute, wir müssen verhindern, dass Darius Kalan nun die Welten zerstört. Und um das zu machen, sind wir eben dorthin gereist, um nun Mythos endgültig zu vernichten. Und ja, Leute, das hat sich jetzt gar nicht mal so leicht herausgestellt, denn unsere ganzen Gefährten wurden entführt und auch Colette wurde ja davor schon von Yggdrasil, also Mythos, übernommen und wir mussten sie jetzt retten. Und das haben wir auch geschafft, Leute. Und ich denke, weil hier vorne eine Barrikade war, die jetzt weg ist, können wir hoffentlich weiter. What is this? This is the Darius Emblem. Darius Emblem? It's a seal that blocks the path to Mythos' castle. Although I didn't know where it was. Then with this... The trap should be deactivated. Let's keep going. Okay, let's go. Das Darius Emblem haben wir gefunden, was natürlich cool ist und wir wahrscheinlich auch noch brauchen werden. Leute, für was wissen wir nicht, aber egal. So, können wir jetzt hier weiter? Jo, warpen. Dann warpen wir uns mal. Wo immer das auch hingeht. So, weiter geht's. Schauen wir mal, was ist hier? Ein weiterer Teleport, okay. Oh, Leute, wo führt uns der Teleport hin? Ich weiß es gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ich meine, wenn da... Wahrscheinlich in eine genauso schöne Gegend wie hier. So, Oh! Du siehst ja süß aus, mein Kleiner. Ich kann an dir vorbei und da das Tor nehmen, oder? reden. Ich bin der Torhüter. Du, der du das Tor öffnen willst, tritt vor und zerstöre mich. Los geht's! Das war eine schlechte Idee. Der Schattendrache, Leute. Okay, wir haben schon... wir haben noch keine größeren Drachen besiegt. Aber wir haben schon mal Drachen besiegt. So, magisches Auge erstmal. Schauen wir uns erstmal an. 19.000 Leben. Okay, dann ist der echt nicht so arg schlimm, Leute. 19.000 HP sollten wir dem schon locker abziehen können. Bäh! Aua! Tempest Beast. Der ist doch gar nicht mehr so leicht, aber schwer ist jetzt was anderes, Leute. Also, es ist kein Bossfight. Es ist einfach ein etwas größerer Standardgegner. Mit ein bisschen mehr HP und dieser Attack ist mies immer mit seinem Schwanzwirbel. Aber egal, solange wir Rain haben. Jetzt haben wir wieder Rain! Können wir uns eh die ganze Zeit vollhalten, ja. 1418 Erfahrung. Poh, nicht schlecht, Leute. Können wir jetzt weiter? Den Windheim-Schlüssel haben wir gefunden. Leute, das heißt doch. Können wir weiter? Oh. Ist hinter diesem Tor Mythos? Schauen wir mal. Ach, das sieht ja schon mal schön aus. Fast so schön wie hier, Leute. Mythos is just ahead. And the Great Sea should be there too. This is it, everyone. Are you ready? I'm ready. I'm prepared to accept whatever happens in the coming battle. And we will win. Yeah, we're gonna win. For Mizuho, Corinne, and for all of you who believed in a coward like me. And for myself too. I don't want anyone else to make the same mistake I did. No one should have to think that he has to sacrifice his own life. Everyone should be able to live freely, no matter who they are. Humans and elves, and even us. It's okay for us to be here, in this world. Yes. That's why we must recover the great seed from Mythos. And revive the giant tree. Without it, not only will we be unable to restore peace between the different races, the world itself will die. We can't let that happen. We must reunite the worlds. Afterwards, we shall make a new promise to the new world. The people that I like and the people that I don't both have the right to live in the same world as I do. Because that's the way things should be. So count me in. I won't run from this one. All right, let's go. We're going to restore a world where everyone can live freely. So wie es aussieht, Leute, werden wir das Spiel in diesem Part beenden. Leute, da vorne wartet Mythos auf uns. Ah, Leute. Das Finale ist gekommen. Ich dachte, um ehrlich zu sein, ist nicht, dass wir jetzt schon hier angekommen sind. Ich dachte, da kommt jetzt noch einiges. Aber Leute, so wie es aussieht, endet unsere Reise genau hier, Leute. Nach unseren langen Strapazen
über Silverrand, dann nach Tefeala, dann nochmal durch Silverrand und wieder Tefeala, Leute, sind wir nun am Ende angekommen. Wir mussten harte Schlachten bestehen, unter anderem natürlich die Menschenfarm, Leute, wo so schreckliche Dinge geschehen sind. Die ganzen Türme, wo Colette die Prüfung ablegen musste, der Kampf gegen die Engel und auch ihren, in Anführungsstrichen, Vater. So viele Abenteuer haben wir bestritten, Leute. Und nun sieht es aus, als würde es enden, Leute. Es ist Zeit, Mythos ein für alle Mal gegenüberzustehen und ihn zu vernichten. Für eine neue Welt, Leute. Home. I'm going home. Mythos, listen to me. We don't have to fight. Please return the Great Seed to us so that we can reunite the worlds. Home. I'm going home. Something's wrong. He sounds like a puppet. What? I need to thank you for going through all the trouble to bring me back here. I'm finally myself again. Damn! So that's what this was all about! Mythos, Martell is already dead. That's not true. Martell is alive. Just as I lived on in the Crucius Crystal. That's not living. That's just existing as a lifeless being. What's wrong with that? What? After all, in our bodies flow the bloods of humans and elves, the bloods of those that despise us. We're better off casting aside such filth and become lifeless beings. That's what you really want? Of course. Watch. When you become a lifeless being, you can even control your appearance and growth. Everyone should become lifeless beings. I told you before, the only way to eliminate discrimination is for everyone to become the same race. What you hope for is nothing but a dream, Mythos. Discrimination comes from the heart. He's right, Mythos. It's the weakness of people's hearts that causes discrimination. Looking down upon others while placing themselves too high. You do the same thing. You look down on humans and elves, treating them like cattle. That's the weakness of your heart. Even if people become lifeless beings, nothing will change. Discrimination will continue. Then where should the half-elves go? We aren't accepted anywhere. We opened our hearts, but no one took us in. Where should we live? You can live anywhere you like. Don't make me laugh. I'm serious. Anywhere is fine. If you aren't doing anything wrong, you should just live proudly in the open. It's because we couldn't do that. That we wanted a place of our own. Sorry, but don't act like you're the only victim here. It doesn't even come close to justifying all the things that you've done. What you've done caused meaningless suffering and death to countless people. Can you feel their pain? People can change, even if they don't change right away. Months, years, as time passes, change is inevitable. Maybe not everything can be forgiven, but one can try to atone for one's sins. Can't you feel it in your heart? The goddess known as Conscience. Do you think I'm gonna beg for forgiveness? Ridiculous! There is no goddess, so I will continue to pursue my ideals.
If there is no place where I can live, and if I've been denied my age of lifeless beings, then the only thing left for me is to build a new world on Daris Carlon. A world just for my sister and me. Und damit, Leute, beginnt der finale Kampf gegen Mythos. Dann schauen wir erstmal, was er drauf hat. Als erstes werfen wir natürlich mit Prosea, meine liebe Kleine, ein magisches Auge drauf. Oh, und dann kommt erstmal Holy Lens. Und nein, du machst keine Holy Lens. Ha! Hab ich dich ausgetrickst? So, Leute. Leute, wir geben alles, Leute. Wir geben alles, Leute. Oh, es wird ein harter Kampf, Leute. Es wird so hart werden. 55.000 Leben. Das wird ja sicher easy peasy. Wo ist Kratos, wenn wir ihn brauchen? Oh, er macht was, er macht was, er macht was, er macht was. Ah. So, Leute, wir hauen alle Items natürlich raus, weil jetzt können wir es uns ja einmal leisten. Alter, das sind so Mörderattacken, was sie hier drauf hat. So, Teilung. Blip, 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 blip. Warte, 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 wir haben doch hier ein paar Items. Energietabletten zum Beispiel, jo. So, aktivieren wir hier gleich schön. Selos, ich hoffe, du wirst, oder du heißt dich selbst, wie auch immer. Ich möchte nicht Gele raushauen, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, Leute, weil normalerweise ist... Also, man muss sagen, ich würde jetzt nicht sagen, aber ein guter Bossfight, aber eigentlich 80% von allen Bossfights sind normalerweise immer so, dass ein Boss mindestens mehrere Formen hat. Und ich habe so das Gefühl, Leute, dass Mythos hier auch noch mehr Formen drauf hat, Leute. Komm gar nicht mal mehr zu ihr. So, Leute, wo ist Kratos? Ich hätte so gern Kratos, aber jetzt macht es wieder, das heißt Gravity Well, Mann. So. Boah, Leute, Rain hat noch wenig Leben. Na, jetzt habe ich schon wieder Energietabletten ausgegangen, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber egal. So, auch nicht so schlimm. Boah, dieses blöde Licht, Mann. So, wartet, wartet, wartet. Oh, und jetzt, ja, okay, jetzt wird es richtig hässlich. Jetzt wird es richtig hässlich. Ich bin genau in ihrer Attacke und diesmal konnte ich nichts blocken. Sehr schön. Selly. Du wirst mir ein Elixier, ich weiß nicht. Warte. TP, das heben wir uns auf. Wie gesagt, ich weiß nicht, was noch kommen wird. Nein. Oh, ich drücke irgendwie gerade die falschen Tasten. TP will ich. Natürlich. Heilen kann erstmal noch sie machen. Hier, Rainy Boy. Rainy Girl. Und die Holy Lands, Mann. Heilst du mal Nurse? Ja, sehr schön. Alter, was war. Alter! Was war denn das für eine Attacke? Alle Statusveränderungen. Ha! Nice, Leute. Jetzt haut sie die richtigen geilen Attacken raus. So, Gegenwirkung für magische Krankheit im Kampf. So, erstmal habe ich es auf Lloyd geworfen. So, als nächstes, bitte Rain, du machst eine... Wo haben wir es denn? Wir haben doch hier richtig viel Wundermittel auf Selly, weil Selly ist vergiftet. Und vergiftet ist das Nervigste. Okay, Ray. Oh, scheiße, Mann. Ah, Leute, wir kommen nicht mal vernünftig zu ihr. Irgendwas ist auf Rain, aber ich denke, das ist nur, dass sie nicht so stark angreifen kann. Magiesperre, Ding, Leuchttank. Wir könnten sowas wie Schutzampullen einsetzen. Ich würde sagen, das ist sogar eine gute Idee. So, Selly, dir geht's halbwegs wieder gut. Oh, es ist... Oh, Judgment. Nein! Alter, die kann doch nicht Judgment! Alter! Es ist eine der stärksten Attacken, die unsere Party kann und das... Ach, natürlich, Leute. Er, sie, ich sag immer sie, aber es ist natürlich ein er. Aber er, sie hat immer so eine weibliche Stimme, Leute. Das muss man auch mal erwähnt haben. So! Puh, wir haben jetzt mal... Oh, Alter. Ray und... Scheiße. Und wir haben keinen TP mehr, das ist das Geilste. So, jetzt musst du uns unbedingt Prosea, du, damit kannst du auch ein bisschen weggehen. Ja, setzen wir erstmal wieder voll Leben. Als nächstes müssen wir etwas dagegen tun, dass Prosea... Ihr seht ja, Prosea hat die ganze Zeit irgendwas auf ihr drauf. Das müssen wir gleich mal dann wegkriegen. Jetzt machst du schon wieder, Rayman! So. So, jetzt Prosea, ich wollte Presser sagen, aber wir sind ja nicht in Tales of Sealer. Leute, ich muss mich echt konzentrieren. Mysterium. Bla bla bla. Ein Wunder, halt alles Statuseffekt aus der K.O. Hau mal Mysterium auf sie drauf. Das sollte... Ja, sehr schön. Weil es ist ja im Endeffekt wurscht, ob jetzt hier, Alter, Mann. Alter. So, jetzt. Ich will nicht weggeschleudert sein. So, wir haben hier, ich weiß gar nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Nee, wir haben ungefähr jetzt die Hälfte des Lebens abgezogen. Und ein Großteil unserer Items war schon verbraucht. Meine Schwester ist mal einmal so... Ich weiß ja, Baby.
Deine Schwester wäre nicht abgehauen, wenn du nicht so eine Bitch gewesen wärst. So, jetzt sagen wir das mal, wie es ist. Du bist. Wenn du nicht so merkwürdig gewesen wärst, ich werde niemand. Oh. Alter. Wie mies, Mann. Ja, okay, wir sind tot. Wir sind tot. Das war einfach mal die geilste Aktion ever. Ich hasse das. Das hat sie schon, hat er schon beim letzten Mal gebracht. Ich will nicht mal sie sagen, weil sie sieht so weiblich aus. So, warum heilt Rain eigentlich nicht so vernünftig? Gerade hat sie irgendwie nicht so Bock drauf. Wir müssen uns erstmal einen Apfelgel verteilen. Ich fände es jetzt geil, Leute, wenn Mythos, also wenn das jetzt hier schon der stärkste von Mythos gewesen wäre. Alter. Rain, was ist los? Du machst gar nichts. Hä? Okay, wir müssen irgendwas dagegen machen. Dann gib mir mal das. Gib mir ein Wundermittel. Kann sie jetzt wieder heilen? Okay, jetzt kann sie wieder heilen. Okay, das war also wirklich nur, weil hier, weil sie nicht geil. Nein, jetzt macht sie Indignation. Indignation, Alter. Was ist denn das? Ha! Okay, wir sind. Ist ja keinen getroffen, das ist sehr gut. Puh, Leute. Schon wieder Rayman. Nurse, danke, Rain. Okay, ja, das war ein bisschen blöd, dass ich nicht drauf geachtet habe. Ich dachte, es wäre dieses Zeichen, wenn du irgendwas, dass sie nicht vernünftig angreifen kann oder so. Rain, wenn du schon mal dabei bist, wirst du mir ein Orangengeld zu. Ich muss noch eine Sache schauen, bei Strategie. Ausnahmsweise müsst ihr nicht zurücknehmen, meine Freunde hier. Ausnahmsweise könnt ihr. Wir wählen das jetzt bei jedem Einzelnen aus, Leute. Jeder haut einfach alles drauf, was ihr habt, Leute. Oh, es ist so furchtbar. Er ist so furchtbar. Ich hasse Mythos, Mann. Ah, und jetzt kommt's. Auf ihn. Okay, das hat sie gar nicht mal so schlimm getroffen. So. Alter, die Attacke ist so unfair. Komm mir so vor, jetzt wird sie mir immer TP abziehen. Irgendwie mit der, egal. 4000 DB. Sie hat nur 4000 DB. So, Ground Dash ist nicht so schlimm. Wenn sie eine echt schlimme Attacke raus hat, dann hauen wir unsere Unisono raus. Und jetzt kommt erstmal ein Heiler. Was mach ich jetzt? Ja! Nein. Verdammt. Ich hab's nicht geschafft, Mann. Jetzt hat sie wieder alle Statuseffekte drauf getan. Sehr nett. Ich kann gar keine Items benutzen. Sind die anderen verwirrt oder? Ich weiß es gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Das ist fies, Leute, dass sie so viel, was war denn das? Hat sie sich gehalten? Nee, kann ich sagen. Alter, Falter. Rain, Wundermittel. Nicht auf dich selbst, auf Poseya. Wir sind jetzt tot. Nee, es war sogar auf Silas. Das ist nicht mal so schlimm. Boah. Wir müssen uns jetzt ganz dringend mal hier schnell ein Item reinwerfen. Und sonst sterben wir jetzt hier. So. Wir können das nächste Item reinwerfen. Dann Poseya. Schnell ein... Wie viel Wasser des Lebens haben wir? Wir haben 18. Das heißt, wir sind noch ganz gut dran, Leute. Oh, ich hab so Angst, Mann. Also, wenn das jetzt echt der ganze Fight war, Leute, dann sage ich, hart. Das ist ein harter Kampf. Ich muss mich hier echt konzentrieren und saumäßig viele Items raushauen. Aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, er ist noch im Akzept... Oh, Alter, schon der Judgment. Das war's damit im akzeptablen Bereich. Aber ich finde, es ist noch ein ganz moderater Kampf. Aber, Leute, wenn die dann wieder mit, ich habe jetzt gerade ein Item auf sie geworfen. Mach nicht mal so mit, Mann. Jetzt kommt Indignation. Raus! Geht raus! Ja, warum geht er nicht raus aus dem blöden Kreis? Poseya. Hat Rain keine TP mehr oder warum heilt sie schon wieder nicht? Warte, wir sagen jetzt einfach mal, dass sie heilen muss. Also wie gesagt, es ist ein übelst harter Kampf, Leute. Es ist keine Frage, aber... sagen wir einfach mal, wir hatten schon schlimmere Kämpfe. So einfach ist es gesagt. Er ist nicht leicht, er ist sogar echt hart, wie gesagt. Aber wir hatten schon schlimmere. Aber... ja, bitte auf alle. Nurse geht doch auf alle. Aber Leute, wie gesagt, wir hatten halt schon schlimmere Kämpfe. Und es würde mich fast schon wundern, Leute, wenn das jetzt schon echt das Ganze war, was hier Mythos, der Schöpfer zweier Welten, drauf war, Leute. Denn wenn es jetzt aussieht, wenn es jetzt stimmt und wir es schaffen, Leute... wenn es so ist, dass sie wirklich nur eine Form hat, Leute, dann hat sie jetzt nämlich noch 500 Leben. Und wir haben Mythos besiegt. Ich hoffe, es ist so, Leute. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. So, erstmal 800 Warnung. Es ist noch nicht vorbei, ja. Ja, Leute, ich habe es befürchtet.
klar, zauber einfach mal so eine Maschine irgendwo her. Klar, warum auch nicht? Alter. Ja, geil. Was hat sie gerade... Sie hat nicht gerade ernsthaft Resurrection gemacht, oder? So, okay. Hier kommt gerade eine sehr traurige Musik im Hintergrund. Ich find's auch gerade echt traurig, Leute. Dass der so ein Spack ist. Will das nicht, also nicht. Leute, was ist denn jetzt los? Wo hat die Maschine da? Oder ich weiß nicht mal, was das ist. Alter, ich hatte gerade fünf... Also einmal, sie hat 60.000 Leben, also nochmal 5.000 mehr als jetzt gerade eben. Zum anderen, wir haben es gerade gesehen, sie hat keine Schwäche gegen Elementarzauber. Was auch ziemlich geil ist, Leute. Wir werden so derbe hart sterben, Mann. Was kommt jetzt? Jetzt kommt. Okay, trifft uns nicht. Geht nur auf Ray. Rain. So, Orangengel. Seelos, du kannst mir mal kurz eins einwerfen, weil dann hat es auch wieder schön TP. Es ist immer schön. Wir müssen unbedingt unsere Leute immer hoch auf TP halten. Besonders hat Rain. Oh, jetzt kommt Flamlands. Jetzt geht er wieder weg auf uns drauf, Mann. Ja. Alter, das Vieh haut einfach viel zu viele Attacken raus. Boah. So. Sally, du bist eh doch nur fürs Heilen zuständig irgendwie. Es ist okay, Leute. Es läuft eigentlich gar ganz gut. Racing Falcon, sehr schön. Ich will aber jetzt meine Unison erstmal wieder haben. Also zur Sicherheit. Cuteness, sehr geil. Danke, danke, Rain. So, jetzt haben wir das schon mal wieder voll. So, Rain, geh hinter, schön. Ich glaube, wer hat das nicht. Jetzt haben wir immer die Lanze, ich glaube, größtenteils abgewehrt. So, das sollte ein bisschen Schaden gemacht haben. Ein bisschen zumindest. Hallo! Was? Wir haben schon die Hälfte des Lebens aufgezogen. Was zur Hölle geht mit uns ab? Wir spielen gut, Leute! Wir spielen gut! Alter, das war's dann. Ich liebe es. Tatsächlich, wir spielen gut. Ey, Leute, man darf einfach nicht froh sein in diesem Spiel. Ey, jetzt haut sie die richtig geilen Attacken. Also, Placea hat fast keine PP mehr. Du haust sie. Wir hauen jetzt alle Gile raus, Leute. Wir haben gerade echt genug Zeit. Jetzt hat Placea noch einen Kraftschub. Du machst Nurse. Sehr geil. Dann haben wir erstmal wieder Leben ein bisschen. So. Oh, Leute, geht down, oder? Ich hasse dich, Hunting Beast, ey. Ja. Leute, für unsere neue Welt, Leute. Nicht für unsere neue Welt, für die Welt. In der alles besser ist, Leute. In der nicht irgendwelche Götter entscheiden. Heilt sie sich? Oh, nein, sie macht wieder Touch. Oh, Alter, diese Attacke ist so mies, Mann. Das ist die stärkste Attacke. Irgendjemand hat sie mal eingesetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, Colette kann die Attacke. Und die ist so übelst hart stark. Jetzt kann er sie auch, Mann. Das ist so fies. Ich muss ja gleich hüsteln, Leute. Sie hat noch 20.000 Leben. Oh, Leute, die vorige Form war fast schlimmer. Weil, wenn wir hier echt die ganze Zeit draufhauen, dann kann sie sich nicht so gut wehren, was cool ist. So, Ananas gilt. Rain, du brauchst unbedingt hier TP. Wir sammeln jetzt jede scheiß Idee los, Leute. Explosion. Jetzt kommt eine miese Attacke. Yeah. Sunny First, dankeschön, Sally. Ah, das hast du gut gemacht. Wir hauen einfach, wie gesagt, jetzt macht sie schon wieder Judgment. Alter! Jetzt haut sie aber die. Jetzt haut sie die Finish aber echt wirklich im 2-Sekunden-Takt raus. So, Sally, du hast es überlebt, Sally! Ich bin so stolz auf dich. Das hast du so cool gemacht. Ich bin so geil. Du bist so geil, Sally. Oh, Leute! Nein! Ich habe mir das falsche Gel zugeworfen. Ich will, dass du uns hier das Gel futterst. Sehr schön. Wie gesagt, Leute, ihr seht, wir hauen hier wirklich alle 2 Sekunden wirklich einen anderen das Gel. Also nicht nur auf unsere Heiler, sondern wirklich auf unsere Kämpfer, weil wirklich. Ja, habe ich jetzt schon wieder das falsche Gel genommen oder warum wirft mir niemand hier das Gel zu? Weil wir wirklich hier gerade so viel. Schnell. Bevor das irgendeine schlimme Wirkung hat, Leute. Hauen wir hier lieber unser Special drauf. So. Das soll schön Schaden gemacht haben. Leute, das ist für alle, die in diesem Spiel gestorben sind, Leute. Für all die Opfer, die wir eingehen mussten. Für all die Opfer, die die Menschen in den letzten Jahrtausenden eingehen mussten. Wegen dir, Mythos. Wir bekommen keine Erfahrung, Leute. Das ist ein gutes Zeichen. Ich denke, Leute, das war's echt, Leute. Von Mythos. So wie es scheint, ist er ein für alle Mal besiegt. Und wenn das wirklich der Fall ist, Leute, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Mit hoffentlich zumindest der finalen Cutscene. Wenn nicht, dann sehen wir immer erstmal, wie Mythos stirbt, Leute.
Mythos is... It's just like Alicia. Mythos will continue to live as long as the Crucius Crystal exists. And eventually, I will be taken over by the crystal. Mythos... I'm tired of playing your game of good and evil. Hurry up and destroy the crystal. If you don't, Darris Carlon will continue to drift away. Mythos! Do it now! Before I... too... am no longer myself. Lloyd! Please! Help him! Let him die while he's still himself! All right. Farewell, my shadow. You who stand at the end of the path I chose not to follow. I wanted my own world, so I don't regret my choice. I would make the same choice all over again. I will continue to choose this path. You could have lived with us in our world. Damn it. The old master of the Pact is no more. What does the new master of the Pact ask of this sword? Restore the true form of our two worlds! Are we back? What's going on? What are you all doing? Your wish is granted. But there is no link. Without a link, the land will die. What do you mean? The world was originally separated into two in order to prevent its destruction. If it returns to its true form, the world lacks the mana to support itself. The land is dying. I don't need to know why it's dying. What do we need to do to stop it? Support the two worlds by linking them with a giant tree. That is the only way to stop the destruction of the land. We need to awaken the giant Carlon tree. I get it. Lloyd, hurry!
You have to shine the mana of Darris Carlon on the Great Seed before Darris Carlon is too far away. All right, then. I'm counting on you, Eternal Sword. Darris Carlon is already at the edge of the gravitational field. Not even Yggdrasil. Mythos could stop this from happening. Do you still intend to try? Yeah. Even strengthened by your Exvia, it is likely that your body will not withstand the forces. Are you... I said I'm doing it, so I'm doing it. It's not like we have a choice. Very well. It's not working! The mana's being deflected! The Great Seed is... already dead! Wait! Don't go! Please, wake up! Looks like Darris Carlon stopped moving away. Yeah, but why? The Eternal Sword is gone. The Eternal Sword! Thank goodness! This is my final wish. Eternal Sword. Please, awaken the Great Seed! I beg you. Please, wake up! Please! Rise, giant Carlon tree! Martell, and also the incarnation of the Great Seed itself. Lloyd, your hope, as well as those of many others, resurrected me. So you're Mythos' sister? No, Mythos' sister, Martell, is only one of the many souls within me. I am Mana, and I am the giant tree. I am the symbol of the many lives sacrificed.
great seed. I am a new spirit born to accompany the giant tree. And now the seed has awakened anew along with me. Form of the giant tree, but right now it is only a small seedling. In its current state, the tree will wither and die. Well then, how do we protect it? You must provide the tree with love and adoration. As long as those conditions are met, I shall always protect the seedling. I promise, if the tree ever starts to wither, I'll make sure we won't let it die. Then Lloyd, on behalf of all living things, I want you to give this tree a new name, as a proof of the pact. What? The giant Carlon tree was planted here by the elves when they first came, as a guardian to watch over and protect them. This newly reborn tree protects elves, humans, and the lives of all those who are caught in between. Therefore, this tree requires a new name. Lloyd, pick a name for us. A name for everyone's tree. So this tree is the link that connects the world. Okay, I got it. This tree's name is... Und so wie es aussieht, Leute, ist unsere Reise nun zu Ende. Mit über, ich würde es einfach mal schätzen, vielleicht sogar sind wir sogar an die 80 Parts rangekommen. Zumindest weit über 70 Parts, Leute. Haben wir es jetzt abgeschlossen, Leute. Das war Let's Play Tales of Symphonia Chronicles. Ein Ende, wo ich mich jetzt doch ein bisschen frage, wie der Baum heißt. Ich würde tippen, vielleicht sowas wie Mythos oder so, vielleicht. Kommt jetzt gleich eine Cutscene und es wird nochmal gezeigt? Ach, schade. Ich tippe mal, da am Ende kommt noch eine Cutscene nach den Credits, Leute. Also ganz ehrlich, so Mythos würde schon Sinn machen, weißt du, weil irgendwie... Na okay, so toll war der Mythos auch nicht, Leute. Aber naja. Kratos wäre ein cooler Name. Also ich, also persönlich, mein persönlicher Tipp, wie ich ihn nennen würde, wäre Maxi Ever. Das ist nur so. So ganz, ja, nebensächlich. Egal, Leute. Das war also Tales of Symphonia Chronicles. Und Leute, ich muss echt sagen, ich bin begeistert, Leute. So ein tolles Spiel, Leute. Ist schon traurig, dass ich dieses Jahr irgendwie bis jetzt nur Spiele gespielt habe, die entweder Remakes waren oder aus dem letzten Jahr kamen. Und es waren alles, es waren größtenteils Tales-Spiele. Tales of Celia, Tales of Graces und eben hier Tales of Symphonia, Leute. Und ich muss echt sagen, jedes dieser drei Spiele hat mich echt begeistert. Tales of Celia bin ich ja noch toll dabei. Tales of Graces fand ich so phänomenal. Und Tales of Symphonia, es ist schwer zu sagen. Persönlich müsste ich jetzt zumindest in diesem Moment, würde ich sagen, Tales of Symphonia ist das Beste. Wenn ich mir ganz anschaue, würde ich Tales of Celia noch ein bisschen weiter vorne sehen. Persönliche Meinung, Leute, aber spielt auch immer mit, Leute. Ich kann, ey, komplett nachvollziehen, warum Tales of Symphonia, also während des Gamecube-Zeit und der PlayStation 2 immer so als Klassiker galt und das war ja noch nicht so meine Rollenspielzeit. Erst jetzt, wo man alles nachholen muss, da kommt es jetzt auch bei mir. Und ey, Leute, ich kann echt verstehen, warum das jeder so hohen Tönen hier hochleben lässt, Leute. Ich muss sagen, ich bin ja echt durch das Spiel, also sagen wir mal, schnell durchgerast. Ich meine, was sind wir jetzt? 50 Stunden oder so? Und ich habe gehört, das Spiel, also Minimum 50 Stunden. Also da kann man leicht seine 60, 70, 80 Stunden rausholen. Mit Leichtigkeit. Wir haben jetzt auch sehr wenig Bonuszeugs gemacht. Es würde hier noch sehr viel geben, was man noch machen könnte. Vielleicht machen wir nochmal was. Wer weiß denn? Ich weiß es noch nicht. Zumindest, ich muss sagen, ey Leute, mich hat dieses Spiel total begeistert. Nicht nur vom Gameplay und so. Was halt ein bisschen blöd ist, was mich persönlich geärgert hat, sind ein, zwei Sachen. Wie das, was einfach
im Laufe der Zeit halt verbessert worden ist. Wie beispielsweise, dass man nicht nur frontal zu und weggehen kann, sondern sich auch drehen kann. Also, dass man auch dieses freien Laufen hat und nicht immer nur auf den Gegner zu und zurücklaufen hat. Hat mich besonders bei dem Kampf gegen Kratos gestört, wenn ihr euch daran erinnert. Sowas sind halt Sachen, die wurden halt erst später nachgefügt. Ansonsten, Leute, Kampfsystem super, super, super. Hätte mir noch ein paar Mystic Artists gewünscht. Also nicht, dass ich sie abbekomme, aber ein paar gewünscht, die zu machen. Story, Leute, oh super. Ey, ganz ehrlich, ich finde ein bisschen, das ist mein persönlicher Kritikpunkt an die Story. Oh, jetzt sind wir schon bei Special Thanks. Leute, da kommt noch eine Cutscene. Deswegen will ich jetzt nicht im halben Satz aufhören. Schauen wir erstmal. Da kommt, ist noch eine epische Cutscene. Oh, da wird nochmal Kratos beleuchtet. Was aus Kratos geworden ist. So. Okay, es kommt noch keine Katze. Na egal, es wird noch was kommen, da wette ich drauf. Weil es muss ja noch so viel geklärt werden. Was ist aus allen Leuten geworden? Da will ich schon noch irgendeine Katze haben, sonst bin ich ein bisschen enttäuscht. Zumindest, wie gesagt, es wäre jetzt mein einziger Kritikpunkt an der Story, die wirklich emotional schön geschrieben, spannend und wendungsreich war, ist, dass sie im Mittelteil, finde ich, ein bisschen gestreckt ist. Ein bisschen, sagen wir mal, ist sie wirklich gestreckt. Also so 5 bis 10 Stunden hätte man echt rausschneiden können, weil dieses ganze Jagd nach den Elementargeistern, die in, also auf Tefale sind, dauert echt lange, Leute. Und ich finde, das ist ein bisschen Streckung. Das ist das Einzige, finde ich, was man in Kürze hätte machen sollen. Ansonsten alles wirklich... Ey, Leute, es ist echt so schlimm. Das Spiel, sag mal, auch wenn man das rausgeschnitten hätte, sind wir immer noch bei 40 Stunden. Und sonst, finde ich, gibt es nichts in diesem ganzen Spiel, was irgendwie nur ein bisschen gestreckt wird. Und das ist bei so einer Spiellänge schon nicht so verständlich. Und ich schaue immer, wenn hier kurz schwarz ist, dann denke ich immer, jetzt kommt hier erstmal eine epische Cutscene. Und Leute, Charaktere waren toll. Ey, Leute, Zelos ist persönlich immer noch mein Liebling, der kleine Versling, der uns nicht betrogen hätte können. Ich habe das übrigens geschaut. Theoretisch, es gibt Möglichkeiten, dass er einen betrügt und dass man gegen ihn kämpfen und töten muss. Ey, wie kann man das bitte machen? Zelos töten, da würde ich ja lieber selbst sterben. Und ich finde es auch schön, dass wir jetzt ein Happy End hatten, Leute. Alle hier, nochmal hier, glücklich am Ende sind und wir das gerettet haben. Das mit den Engelsflügeln? Mit Lloyd? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So, wann ist Lloyd ein Engel? Er ist der Sohn von Kratos, aber Kratos ist ja selbst nur ein Mensch. Der ist ja selbst... Obwohl, doch, Kratos ist ja ein Mensch und hat ja auch Flügel. Stimmt. Ah, okay, dann macht Sinn, Leute, warum er Flügel hat. Hätte er aber früher holen können, dann wäre das Spiel leichter gewesen. Hätte man Asuka einfach so verfolgen können, zum Beispiel mit dem Flug. Ich muss sagen, mir hat das Spiel echt gut gefallen, Leute. Auch so Mythos, auch wenn der ein bisschen am Ende ein bisschen komplett Verstand verloren hat, habe ich auch verstanden, warum der so böse immer war, Leute. Er hatte ja immer Ambitionen, Leute, und sowas ist immer, finde ich, echt wichtig für so einen Bösewicht. Dass er nicht einfach sagt, übrigens hier Hideo Baba, das ist der Chef der ganzen Tales-Serie und jetzt kommt eine Cutscene, Leute, weil der kommt am Ende noch und jetzt kommt epische Cutscene. Oder auch nicht. Ich dachte, da kommt jetzt was, Leute. Aber wie gesagt... Der Hideo Baba, das ist der, der diese ganzen geilen Tales-Spiele macht und der einfach so viel Ahnung hat, Leute. Und der einfach so ein super Mensch ist. Hey, Leute, er hat Tales gemacht, da war das einfach super. So, jetzt müssten aber die Credits gleich zu Ende sein, Leute. Und jetzt kommt noch eine Cutscene. Hoffe ich zumindestens. Grandmother, I'm home. Oh, chosen one. No, Grandmother. I'm not a chosen anymore. Oh, yes. Colette, you have made us all proud. Welcome home, Colette. It's good to be home, Father. I see. So, Kratos will travel with Deris Carlon wherever it may go. What are you going to do? Go back to Isalia? No. We're going out to visit new lands. We're going around the world to try and make it easier for half-elves to be accepted. It sounds like you have a difficult journey ahead of you. We can return to Isalia when we're tired. We will always have a home there. Hi, everyone. I'm back. Sheena. I'm so glad you're safe. Congratulations, Sheena. Ed, don't congratulate me yet. A whole new world lies before us now. We have to inform everyone about the revival of the Igaguri style. Yes. And for when Kuchinawa returns as well. Yeah! Come on, everyone. Let's
let's work as hard as we can. We're gonna make the village of Mizuho into a ninja clan to be proud of. See, look what happened. It's all because the Pope opened up his big mouth and tried to banish me and stuff. The whole world got messed up. Well then, Chosen One, what would you have me do? We'll send an emissary of peace to Aesalia. Emissary? Who do you plan to send? How about Sheena from Mizuho? She's already involved. So the emissary of death becomes the emissary of peace. I won't let you say no. Until you do something about the Church of Martell, I still have the rights of the Chosen, remember? Alicia, I'm finally myself again. Time is finally starting to flow again from that night 16 years ago. You know what? I'm 28 years old now. Can you believe that? Were you talking with Alicia? Yes. I just got back from overseeing the destruction of part of the mine. Now that that's done, we can rest assured that no new X-spheres will be excavated. That's good to hear. What are your plans now? I'm going to devote the full resources of my company to revitalization projects in order to build a new and better world. I'll help too. I'm sure Alicia and Daddy would have wanted me to. Are you really going to Daris Carlon? If a half-elf of Crucius remains here, the other half-elves will have no place to live. As a surviving member of Crucius, I must bear the responsibility for what has happened. I'm going to collect all the X-spheres remaining in this land. And I will discard all of Crucius's X-spheres into space. I've dragged you into this until the very end. It's okay. It's time for me to go. Please use that sword to send us to Daris Carlon. Goodbye, Dad. Don't die before I do, Lloyd. My son. Mom, Dad left. That was okay, wasn't it? For me to let him go? It was okay, right? Lloyd, you wanted to go with him, didn't you? No, I have my own path to follow. And Dad has his. And besides, I have a dad here already. I see. Then I won't say any more. Mom, I'll leave Dad's sword here beside you. Well? I'm off. Und ich denke, nun können wir auch sagen, dass wir alles gesehen haben, Leute. Ich tippe mal darauf, dass das jetzt hier wirklich die letzte Cutscene war. Und hier nochmal unsere Truppe zu sehen. Rain, Genis, Lloyd, Colette, Silos, der liebende Regal-Schiene und die 28-jährige Presea? 28? Spielwerte, Daten werden gespeichert, sehr nett. 28, Leute? Klar, klar. 28. Sieht ja genauso aus, gell? So. Daris Carlon, komplett. Übersprechen wir mal einen neuen Spielstand. Wer weiß, vielleicht wollen wir nochmal gegen Mischus kämpfen. Ist ja immer ganz lustig, ey. So, da muss ich aber nochmal jetzt anmerken, jetzt kann ich sagen, Leute, der Bossfight war nicht so hart. Also, wir hatten ja schon viel härtere Kämpfe in diesem Spiel. Ich muss sagen, der letzte Kampf war halt echt ganz moderat. Also, der erste Kampf gegen Mythos war schwerer als der zweite. Dieser in diesem blöden Roboter war richtig leicht, aber dieses ganze verwirrende Zeug, Giftzeug war viel schlimmer in der ersten Phase. Ich warte immer noch darauf, dass nochmal so eine Cutscene kommt. Nee, Leute, leider kommt jetzt keine Cutscene mehr, aber so schlimm ist das ja auch nicht. Oh, wir können... Oh, jetzt kommt ein Soundtest, Mann! Ha! Kommt man vorher nicht, Mann. Yes, richtig schön, Leute. Leute,
Nun ist es Zeit, wirklich Tales of Symphonia zu beenden. Ich habe es schon mal gesagt, Leute, ich finde, es ist ein wahnsinniges Spiel. Ich freue mich so, dass es hier geremaked ist und dass ich es hier in der schönen Version habe. Und einen Stoffbeutel habe ich dazu bekommen. Wunderbar. Es ist ein tolles JRPG. Eines der besten, würde ich echt sagen, die mal gemacht wurden, Leute. Und Tales-Serie ist ja gerade, also meine persönliche Lieblingsserie, zumindest aktuell. Insgesamt muss man vielleicht sagen, Final Fantasy ist noch ein bisschen darüber, aber aktuell, Leute, liebe ich Tales-Spiele einfach. Freue mich so auf Tales of Celia 2. Und Tales of Symphonia hat einfach alles. Es hat eine geile Oberwelt mit viel zu erkunden, wo wir echt nochmal 20, 30 Stunden mindestens mehr spielen hätten können. Ein geiles Kampfsystem, eine gute Story. Wie gesagt, es hat ein paar Lücken so im Mittelteil, das ist mein Kritikpunkt. Ein super Soundtrack, ein geiles Opening. Tales-Spiele haben immer einen Teil ein Opening, auch wenn die bei meinem Kanal immer raus müssen, weil sie ja hier lizenzlich geschützt sind. Das ist noch ein kleiner Kritikpunkt hier. Aber Leute, die Welt ist gerettet. Nur eine kleine Sache hier noch zum Nachtrag. Es gibt ja hier noch in der Tales of Symphonia Chronicles noch das andere Spiel, Dawn of a New World. Und die setzt ja nach Tales of Symphonia an. Und wir werden das nicht let's playen, zumindest im jetzigen Augenblick nicht. Aber ich wollte da zumindest mal so eine Stunde mit oder irgendwie sowas in die Richtung machen, damit wir immer mal so ein Stündchen oder so in das Spiel reinschauen. Bin jetzt ja schon ein bisschen gespannt, was da kommt. Ich habe das Einzige, was ich über das Spiel weiß, dass der Lloyd böse sein soll. Wie kann Lloyd böse sein? Lloyd! Der macht ja nichts außer gutes Zeug. Und übrigens, man kann auch ein New Game Plus starten, wenn ich mich nicht ganz irre. Einstellung ändern. Nein, ich wollte doch kein neues Spiel starten. Ich habe es mir anders überlegt. Ich habe nur mal gehört, dass man New Game Plus starten kann, dass man dann irgendwie noch besser kämpfen kann, Leute. Egal, Leute, nach dieser wirklich langen Reise ist Tales of Symphonia nur noch abgeschlossen. Und es ist eigentlich nochmal gut, dass wir hier Leute zum Abschluss sehen. Denke ich, ist auch nicht schlecht. Ich denke, wir verabschieden uns jetzt, Leute. Es ist noch lange noch nicht vorbei hier mit Tales-Spielen auf meinem Kanal. Tales of Xillia läuft ja immer noch. Tales of Xillia 2 wird danach noch umkommen. Ich will eigentlich auch Tales of Graces mal let's playen und vielleicht auch Tales of the Abyss. Muss ich mir doch noch kaufen, der Abyss, aber irgendwie bin ich bin gerade so im Tales-Fieber, Leute. Ist echt schlimm. Aber jetzt, Leute, war es das erstmal von Tales of Symphonia. Einem kann ich echt so sagen, der besten JRPGs aller Zeiten, Leute. Kauft euch das Remake. Es kostet 30 Euro, Leute. Und dafür habt ihr zwei, also eins Superspiel und eins, über das ich noch nicht weiß. Aber Leute, es ist einfach ein super Spiel. Und ich denke, Leute, nach dieser langen Reise können wir jetzt auch eine kleine Pause machen. Und uns ein wenig ausreden. Gell, Leute, das hast du dir verdient. Ich denke, ich verabschiede mich jetzt. Ich war's, bin es und werde es immer sein. Euer DMC Mafex. Bis zum nächsten Projekt. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.